Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Desert Skies. So, ich kann laufen. Ich wollte ja mit euch noch zusammen da oben hingehen. Ich weiß, dass ich gleich verreck, aber gut, so ist es halt nun mal, wenn man kein Essen hat. Trinken habe ich, aber das möchte ich nicht verballern. Jetzt wollte ich mit euch aber auf jeden Fall nochmal hier reinschauen, ob ich hier, super, da liegt ein Koffer, aber nichts drin, ne? Ob ich hier irgendetwas machen kann, vielleicht zerstören kann man hier leider gar nichts, da ist nichts drin. Da haben wir ein E to read, repent, the Lord has the let devil demons of hell punish, und bla bla. Okay, das ist irgendwas im Gebet, weil wir sind ja so arm dran. Jetzt hätte ich natürlich was zum Essen. Aber das will ich ganz ehrlich auch nicht verbraten. Okay, also hier ist nichts weiter. Da ist auch nichts weiter. Okay, dann gehe ich ja mal zurück. Teleport to Airship. Weil wenn ich schon sterbe, dann bitte hier beim Schiff. So, wir könnten mal gucken. Hier stand irgendwas von wegen Charge oder sowas. 0% Charge. Hold E to Charge entschieden. Damit charge ich das Ding. Okay, ich muss quasi dieses Rad drehen, dass es dann aufgeladen ist. 100% charged, super. Must be flying to use. Ouch. Okay, ja, lass mich aufwachen, bitte. Wo ist mein Sarg? Hier. So, ich hoffe, den habe ich jetzt nicht drauf. Andererseits wäre es natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn ich den drauf hätte. So, als zusätzliche Kiste ist das natürlich auch nicht schlecht. So, ich nehme mal wieder meine Axt, meine Spitzhacke, die Fackel in die Hand. So, jetzt würde ich sagen, esse ich tatsächlich mal was. Tschuck. Und ich trinke mal was. Waterskin. Tschuck. So, dann können wir uns auch einmal heilen. Und dann haben wir nämlich auf jeden Fall schon mal ein wenig mehr Chance zu überleben. So, das Problem, was jetzt ist, die Sonne geht unter. Aber wir hauen jetzt hier erst einmal Full rein. Und dann würde ich sagen, heben wir ab. Board Airship bevor... Was? On land with 90% fuel. Ah. Ach so, ich war wahrscheinlich auf dem Sarg gestanden, deswegen. So, jetzt bin ich gespannt. Wie? Wind of up engine, engine turned off. F to turn left, G to turn right. Dann machen wir das Ding mal an. So, jetzt ist die Frage. Ah, das ist natürlich interessant. Ich will das gerne in die Mitte haben. E to fly straight ahead. Das ist cool. So, dann können wir nämlich wirklich dahin fliegen, wo es diese Dinger leuchten. Dann würde ich sagen, wir machen noch mal ein wenig F oder G. Ups. Ups. Okay, das ist natürlich ein bisschen, ja, das denke ich mal passt. So, damit fliegen wir schon mal. Das ist doch cool. So, hier vorne ist auf jeden Fall irgendwas grün und ich weiß nicht. Wir sind auf jeden Fall schneller, würde ich jetzt mal behaupten. Man kann hier, wenn ich Rechtsklick drücke, dann kann ich hier in die Ferne gucken. Ist das nicht toll? Also irgendwie wäre es, glaube ich, sinnvoller, die Maschine da vorne hinzubauen. Jetzt machen wir nochmal G, oder? Nochmal E. Yes, weil dann sind wir nämlich eher auf dem Kurs. Da vorne habe ich natürlich auch noch irgendwas. Leider kann ich nicht wirklich was bauen, weil ich müsste nämlich im Grunde eine Schaufel bauen können, tun müssen. Das ist nur die Frage, ob wir vielleicht... Ja, ich denke mal, dass der Wind uns auf jeden Fall immer in die Richtung treibt.
Aber weil da ist nämlich dieses Dingens ausgegangen. Aber ich denke mir, dass das Grüne wesentlich wichtiger ist als das andere. Sehe ich da irgendwas? Das schaut mir auch aus wie so eine Art Stadt. Mal gucken. Auf jeden Fall, es war schon richtig, dass ich diesen Motor als erstes mitgebaut habe. Dann würde ich sagen, schalte ich mal aus, oder? Das Steuern muss man halt noch reinbekommen, ne? Das ist ganz klar. So, machen wir das einmal aus. Weil das war nämlich hier irgendwo. The Blacksmith, it looks like bla. It looks like there's something in that big cave. Wobblehead available. So, also hier haben wir auf jeden Fall irgendwie eine Mine oder sowas. Und natürlich sehe ich gar nichts, ne? Das ist klar. Sondern würde ich sagen, wir landen einfach mal. So, das können wir ja gleich immer wieder chargen. Gut, dann können wir den Burner gleich wieder laden. So, dann haben wir 99%. Ansonsten, wir haben eine Spitzhacke, wir haben eine Fackel. Dann kann ich beides in die Hand nehmen. Kuh. Cool. Nee, also beides kann man nicht in die Hand nehmen. Das ist schon mal schade. Oh. Da sind Sucher oder wie die sich nennen. Da müssen wir durch. Das geht nicht anders. So, und da habe ich irgendwie vorhin was gesehen. Water Cactus Equip. Cactus Tap to Harvest. Keine Ahnung. So, ich muss mir nur immer merken, von wo ich aus loslaufe. Dass ich auch, wenn ich sterbe, meine Leiche wieder finde. Den Kaktus lasse ich mal stehen als Orientierung. Oh. Ich hoffe, dass ich hier irgendwas finde. Ah, das ist schade, dass man den nicht verwenden kann, weil bauen kann ich das Ding nämlich. Brett. Ja, es wird echt Zeit, dass ich da auch. Okay, das schaut eigentlich eher aus, als wären die im Indianerüberfall zum Opfer gefallen, als dass da irgendwelche Monster oder sowas gekommen sind. Keine Kisten? Na komm, da wird doch wohl irgendwas sein hier. Ja, mal die Räder oder sowas kann man nehmen. Keep out, danger. Ich denke mal, dass da halt solche Schlangenviecher drin sind. Das Schlimme ist halt, dass ich wieder. Moment, dass ich halt wieder nicht sehe, ne? Oh, da ist auch noch was. Vielleicht finden wir hier noch irgendwelche Materialien, das wäre natürlich super. Schauen wir uns halt mal um. Den können wir auf jeden Fall hacken. Da haben wir ein Brett. Zumindest etwas, ne?
Ah, okay. Der mag das Feuer nicht. Hui. Das heißt, ich kann sogar entkommen so far. Zumindest ein Stück, ne? Tja, ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Aber ist auch egal. Gucken wir mal, ob wir hier jetzt halt rein können und ob wir da irgendwas finden. Ich meine, das werde ich ja wohl wiederfinden, ne, wenn ich jetzt da drauf gehe. Aber das ist schon ein bisschen ärgerlich, dass die Ressourcen wirklich so minimal sind. So, sprengen kann ich hier nichts. Schade. Oh, was haben wir da? E2 Open. Leder und Holz. Das Ding kann ich nicht nehmen. Das wäre ein schöner Rucksack jetzt gewesen, ne? Stein. Da haben wir nichts. Da irgendwas? Auch nicht. Käfig? Okay, keine Ahnung, was die hier gefangen gehalten haben. Vielleicht Hasen, Vögel, irgendwas? Ist schon wegen Gasen und sowas? Brennholz. So, aber da liegt so viel Holz und ich kriege ein einfaches Brettler, ne? Super, und da liegt was zum Essen, auch wenn es verschimmelt ist, ganz egal. Und ich kann es nicht nehmen. Okay, cool. Mal schauen, was es hier für Monster gibt. Was haben wir hier? Leder nochmal. Da ist nichts drin. Aus Holz kann ich zwar drauflaufen, aber es bringt mir nichts. Ich habe halt schon wieder Hunger, ne? Das ist eben das, was ein bisschen störend ist. Was haben wir da? Iron Ore, okay. Ein Seil. Nochmal Iron. Und ich kann nichts nehmen davon. Oh Mann. Herstellen kann ich es mir, ne? Kohle. Charcoal, keine Ahnung, was das ist. Was haben wir da? Blacksmith Wobblehead. Ah, okay. Wahrscheinlich müssen wir wirklich diese ganzen Figuren finden, die es da so gibt. Für irgendeinen Erfolg vielleicht. So, Glas. Iron Ingot. Add more fuel to craft. Hier haben wir Toolkit. Können hier wieder nichts nehmen. Das ist super. Lampe kannst du aber anmachen. Da haben wir noch was. Hufeisen braucht man nicht wirklich, ne? Da können wir nichts nehmen. Was haben wir da? Crucible? Used for crafting. Was haben wir hier? Bucket. Da haben wir noch mal eine Flasche. Da haben wir Glue. Was können wir denn rausschmeißen? Wood auf jeden Fall nicht. Stone. Used in crafting and for distracting the seeker. Drag to the action bar and press the hotkey to throw. Okay, das ist im Grunde sowas wie ein Wurfstein. Rope möchte man natürlich auch nicht wegtun, ne? Inventory is full. Ja, das weiß ich. Dass man da nichts nehmen kann. Echt komisch. Okay, aber was bringt es mir jetzt halt, wenn ich die Dinger schmelze? Da bräuchte ich einen Sand und da bräuchte ich Iron Ore. Add a wood. Eat a craft. Crafting Iron Ingot. I'm starving, I have to find some food. Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe, ne? Was haben wir da? For carrying water and for crafting.
Ehrlich jetzt, ich brauche die zwei Dinger für einen. Wow. Krass. So, hier kann ich anscheinend nichts herstellen. Liegt dahinter. Oh, Bro. Liegt dahinter noch irgendwas? Nö. Ja, schade, ne? Mehr gab's da jetzt eigentlich einfach nicht. Oh, was haben wir denn da? Das ist Essen, ne? Ich lege mal das Leder schnell da raus. Und schnappen uns mal das da. Habe ich Wasser auch mit einstecken? Jo. Gut, weil dann haben wir nämlich doch gleich wieder was. Also da war sonst nichts, ne? Ne. Na gut. Dann laufen wir da zurück. Dann kann ich das einmal probieren mit den Steinen auch. Und wir haben wieder Tag. Ja, cool. Deswegen kommen die auch nur nachts raus. Weil die schisserig sind. Von wegen der Sonne, der Hitze, was weiß ich. Vermute ich jetzt mal. So. Oder auch nicht. Ich höre irgendwas. Da vorne haben wir einen Brunnen noch. Seeker. Hat er mich gehört? Ja. Oh. Hey, ich habe doch geworfen. Au. Ah, if I had a knife, I could fight back. Aber ich hab kein Knife. Ich hab bloß die blöden Steine da. Oh. Ja, du tötest mich schon noch, oh meine Güte. Ja, ich muss mal ganz kurz hier rein, weil das würde ich nämlich zu gerne austesten. Hui. Ja, ist okay. Ich hole mir mein Zeug schon wieder. Ja, man braucht halt wirklich... You can recover your items when you... Where you fell. Ja, das will ich. Oh, halt. Ich habe zwei Hölzer einstecken. Warum? Kann ich euch da reinlegen? Nein, kann ich nicht. Kann ich euch da reinstopfen? Nee, brauche ich nicht. Hm. Ich wollte jetzt bloß mal probieren. Ich hätte jetzt echt gehofft, ne? Left-click, Item Transfer. G to loot all items. Ah, gut. Ich wollte doch das bloß einmal probieren, Mensch. Ja. Also ich habe das, ich hab's probiert. Ja, ist ja in Ordnung. It's too strong. Okay. Ja, dann kill mich halt nochmal, ist doch... Ich habe ja dann wenigstens meinen Sarg gleich wieder da. So, verzieh dich. Was soll ich schon machen gegen das Ding? So, hier, zack, alles raus. Okay. So, ich schau mal, ob ich nochmal eine Kiste bauen kann. Das wäre natürlich schon nicht schlecht. Item Storage? Nein, weil mir zwei Nägel fehlen. Da habe ich auch keine Nägel drin.
Da habe ich auch sonst. Das da kann ich noch mit rein tun. So, ihr kommt dahin, du kommst dahin, ihr kommt da rein. Okay, da kann man nur 30 stacken, aber es ist zumindest etwas, ne? For carrying water and for crafting, drag to the action bar and press the hotkey to equip. Then fill up at wells and pour the water into your water throw. So, used for crafting. Okay, na gut, dann behalten wir das Zeug halt mal da drin. Ich kann es ja nicht ändern, ne? Ja, mit Q muss ich das werfen. Ich muss es nochmal probieren, ne? Bringt mir nichts. Muss man ja rausfinden. Irgendwie. So, Q. E to drink, F to collect water. Ah. Cool. So, cool. Nein. Nein. Oh, verdammt. Mist. Ich habe jetzt gedacht, ich kann... Ja, so viel zum Thema. Wir beschreiben euch genau, was ihr machen müsst. So, ich schau mal, ob ich da noch ein bisschen was mitnehmen kann. Können vielleicht auch ein Stück weiter vorfliegen, ne? Moment. Teleport to Airship. Wir lassen uns einfach mal ein Stück weiter vortreiben. Und im Grunde ist hier schon noch einiges, was ich sammeln könnte. Schau mal, das wäre natürlich gut, wenn wir... Okay, da geht's runter. Ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt auf diesem Ding hier landen, weil dann muss ich ja wieder nach oben krabbeln. So, nochmal. Up, up and away. Nee, F. Es wäre gut, wenn wir hier in den Bogen fliegen könnten. Mal schauen, wie das klappt. Ob es klappt. Ja, man fliegt aber wirklich einen großen Bogen. Okay. Dann einmal I. Und einmal bitte Drop. Gut. Ja, gefällt mir schon besser. So. Gehen wir mal jetzt an das Ding hin, weil irgendwie müssen wir die Teile ja auch meinen können. Da zum Beispiel. Ui! Kann ich das einfach einsammeln? Ja, cool. Mal umschauen. Denke mal, dass ich da auch noch mal ein wenig Zeug sammeln kann. Ich darf mich halt bloß wieder nicht verlaufen, ne? Das ist... Da können wir nur... Das sind diese Wasserdinger. Aber ich würde gerne das Holz mitnehmen. Und die Axt ist kaputt. Okay. Moment, dann kann ich ja zum Airship zurück teleporten.
genau in einem Busch gelandet. So. Das da einmal herstellen. Was jetzt natürlich interessant ist, was kann ich machen? Ich bräuchte natürlich auf jeden Fall hier irgendwie so eine Plattform noch, ne? Und da brauche ich allerdings 4 Nägel dazu. 4 damn Nägel. So. Das da. Das kann dann damit rein. Das Holz kann damit rein. Die Steine behalte ich halt dann einfach mal. Die Ropes können da nirgends rein. Der Bucket auch nicht. Okay, dann gehen wir wieder raus. Wir schnappen uns die 8. Du kommst dann eben hier daneben. So, und jetzt ist das Problem. Jetzt, super. Resource Storage. Oh, was haben wir denn da? Powder Basket. Storage for Powder Items like Sand und Gunpowder. Navigation haben wir ja alles. Other. Sleeping Bag. Da bräuchten wir 10 Fibers. Schauen wir mal. Yes. Warte mal, können wir das dann vielleicht hier entlang legen? Einfach hier so am Rand. Das wäre egal, ne? Cool. Find a spot on a platform to build this. Achso. So, 1. Schauen wir mal. E to sleep until morning, F to sleep until evening. Das steht halt genau hinter meinem Kopf, ne? Und G to sleep until midnight. Ja, dann machen wir halt einfach mal bis zum Morgen und dann werden wir wahrscheinlich aufwachen und tot sein. Nee, nicht einmal. Hätte ja sein können, ne? Man weiß es ja nicht. So, dann würde ich sagen, okay, wir fliegen. So. Schauen wir mal. Ich hatte ja hier eigentlich nicht mehr, ne? Oh, darüber. Nein. F. Deswegen hätte ich das gerne eigentlich davor, ne? Weil hinten dran bringt es eigentlich gar nichts. So, schauen wir mal. Jetzt fliegen wir genau auf den Spot zu. Ich habe wieder nichts zum Essen. Also das ist ein ganz großes Manko, muss ich sagen. Muss ich echt sagen. Vor allem 4 Nägel, das ich brauche hier für die Plattform. Das ist schon hart. Und mal schauen wir mal. Noch ein bisschen drüber, weil der Wind nämlich so komisch kommt. Ja. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir da finden. Ja, ich weiß schon. Ja, wenigstens brauche ich da nicht irgendeinen Treibstoff oder sowas. Gar nichts. Einfach ein Felsen? Einfach Wüstenlandschaft oder wie? Okay. Wir schauen halt mal, was wir so sammeln können. Boah, das ist halt echt blöd, ne? Aber ich habe nichts zum Essen. Es bringt mir nichts.
es bringt mir absolut nichts, irgendwas zu trinken, also mein Wasser aufzubrauchen oder Bandagen aufzubrauchen oder sonst was. Oh, zurück. Also hier gibt's eigentlich nichts. So. Weg von hier, weil hier gibt's Steine und Holz, aber keine Nägel, ne? So, kann ich das aufladen? Ups. I can't go on much longer, I need to heal. Ja, ich weiß. Okay. Wir schalten ein. Und ich hoffe, das bringt uns dann auch genau dahin. Das ist halt echt bescheuert. Also ich finde das Spiel an sich wirklich gut, ne? Aber ich finde es echt bescheuert, dass ich hier so schnell verhungern kann und keine Ahnung habe, wie ich eigentlich an Nahrung komme. Jetzt weiß ich nicht, wo uns das Ding hinlotst, ne? Dass wir jetzt ja da zurückfliegen. Ja, da muss ich jetzt noch ein Stück durch. Ich würde sagen, ich fliege den Spot da vorne noch an und lande. Und bis dahin, das heißt, wir sehen uns dann quasi im nächsten Part wieder, wenn ich hoffentlich dann schon gestorben bin und wieder aufgeladen. Lasst ein Like da, lasst Kommentare da und dann täte es mich echt freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. In dem Sinn, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.